Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dass ich jetzt gerade anfange zu vloggen ist, ich hatte gar nicht geplant, dieses Wochenende mit zu filmen. Aber irgendwie dachte ich mir, es passiert was. Schau mal über die Kamera. Ich hatte irgendwie gerade Lust. Ich habe mich gerade fertig gemacht und treffe mich jetzt mit einer Freundin. Wir haben Freitag. Ich habe heute keine Uni und wir wollten ein paar Fotos machen. Wir wollten so ein süßes französisches Café hier ausprobieren. So, ja, yeah, I got ready. Das Gefühl, diesen Pulli ziehe ich einfach so oft an und diese Weste auch. Aber ich habe damit noch kein Instagram-Foto. Deswegen, yes. Ich zeige euch meinen kleinen Outfit-Check. Und diese Location kennen schon alle meine lieben Freunde auf Instagram. Hier filme ich immer wieder Outfit-Videos oder so, meine Instagram-Stories, weil ich einfach mein Stilhaus so schön finde. Naja, ich zeige euch jetzt mal kurz mein Outfit. Ich habe jetzt gerade noch diesen Trenchcoat an, der ist so grün. Lisa meint, er schmeichelt meine Haut. Ich finde den eigentlich auch richtig schön. Aber ich glaube, ich kaufe ihn jetzt nicht. Ich glaube, ich bin da eher verliebt in das Kleid. Weil ich will eine andere Art von Übergangsjacke haben. Also so, ich finde den eigentlich cool, auch in der Farbe zu haben. Aber da ich ja schon Trenchcoat habe, muss der jetzt nicht unbedingt sein. So, boah, ich bin gerade richtig perfekt zum Regen nach Hause gekommen. Man merkt auf jeden Fall, dass April ist, weil heute hat schon die Sonne geschienen, komplett geregnet. Alles. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zu Hause, wir haben 5:30 schon. Es fühlt sich an wie Samstag, obwohl wir Freitag haben. Ich habe das jede Woche, dass es sich Freitag anfühlt wie Samstag schon. Eigentlich wollten wir nur heute Morgen Fotos machen und in dieses eine Café gehen und dann turned it aus, dass wir wirklich eine ganze Shoppingtour durch die Stadt gemacht haben, voll viel gelaufen sind. Ja, aber es war auf jeden Fall richtig schön. Richtig gute Laune gerade. 12.000 Steps bin ich schon gelaufen. Krass, ich wusste, krass, fast 13.000 Steps. Ja, nice. Also wir sind ohne Plan in die City und waren dann shoppen. Ich habe eine Karte bei Depot noch geholt und ich habe mir das Kleid bei Zara gekauft. Und eigentlich normalerweise hätte ich mir das jetzt nicht gekauft, weil jetzt einfach noch kein Sommer ist und ich dieses Kleid noch nicht anziehe. Aber ich finde es so schön und ich weiß, ich werde es lieben, wenn ich es jetzt im Sommer anziehen werde. Es ist richtig meins. Finde ich so cool mit so Sneakern oder Sandalen. Love it. Und dann habe ich mir bei Kohl's eine Jacke geholt. Richtig witzig. Ich habe die, wir sind nämlich in die Männerabteilung gegangen. Und die Jacke ist aus der Männerabteilung. Und ich habe die direkt gesehen. Ich war so, oh mein Gott, wie schön. Weil ich liebe Streifen und ich liebe Grün. Ja, und da habe ich mir diese Jacke geholt. Die ist echt, man sieht die, die sieht viel dunkler gerade in der Kamera. Also ich weiß nicht, das Licht von meiner Kamera einfach nur. Aber die ist in so einem richtig schönen, ja, auch richtig dicken Stoff. Also die kann ich auch immer so als Jacke draußen anziehen. Die so offen mit irgendwie einem schönen Top drunter, Basic Top oder auf eine Jeans oder auf, im Sommer. Oh, einfach nice. Die habe ich mir geholt und richtig witzig. Ich hatte die halt an und Luise meint, dann haben wir die beide angezogen. Da meinte ich, oh mein Gott, ich finde die auch so schön, aber die gab es halt nicht mehr in XS und auch nicht mehr in S. Es gab nur eine einzige XS und dann meinte sie so, wenn du die nicht kaufst, kaufe ich sie mir. Und ich war so, ah, ich weiß nicht, jetzt fühle ich mich voll schlecht. Und dann haben wir die gefragt, ob es den noch im anderen Kurs gibt hier in Wien. Und dann meinten die, ja, es gibt noch zwei in XS-Dart, aber die dort, aber die können die nicht reservieren. Und wir sagten, okay, dann habe ich mir die geholt, dann sind wir zum anderen Kurs gesprintet und dann hat sie sich die da noch geholt. Das waren wir jetzt beide. Dick funny. Wir sind nach Hause gekommen, ich werde jetzt noch eine Maschine Wäsche waschen
und ein bisschen chillen, was essen und vielleicht gehen wir später noch was trinken. Kurz Update von mir. Ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg zu Luisa. Wir haben die ganze Zeit überlegt, wir waren so kurz davor, feiern zu gehen. Eigentlich wollten wir nur eine Bar. Dann waren wir so, vielleicht sollten wir doch feiern gehen, vielleicht sollten wir doch in den Club gehen, vielleicht sollten wir doch lieber was trinken oder ein Chilling machen, keine Ahnung. Wir wollen nämlich morgen aber beide auch in Sport gehen zusammen. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach gedacht, let's do Girls Night. Und jetzt treffen wir uns, holen noch ein paar Snack und dann übernachte ich bei ihr. Und wir gehen dann morgen früh in den Club. Ins Gym. Wir haben zwar schon 10 Uhr, aber egal. Ja, und dann machen wir uns jetzt eine schöne Friday Night. I'm excited. Wir gehen jetzt in den Sport, wir haben gefrühstückt, haben uns ready gemacht und gehen jetzt zusammen trainieren. Ich bin back, ich bin wieder zu Hause. Ist auf jeden Fall erfolgreich. Ich habe Oberkörper mal trainiert. Normalerweise trainiere ich eigentlich echt selten Oberkörper, aber es hat eigentlich mal richtig gut. Wir haben jetzt 2 Uhr. Ich gehe jetzt erst duschen und dann esse ich irgendwas und chill einfach erstmal noch ein bisschen hier zu Hause und mache noch ein bisschen aufräumen. Und langsam mal Gedanken machen, dass ich alles mit nach Deutschland nehme. Heute Abend bin ich dann auch verabredet. So, ich bin schon wieder aus dem Weg. Aus dem Haus, in die City. Leute, das Wochenende ist so spontan. Oh, ich liebe es, wenn man keine Pläne vorhat und dann auf einmal 1000 Pläne. Na, ich treffe mich jetzt aber schon wieder mit Luisa. ganz spontan hat sich das dann doch noch ergeben. Wir gehen jetzt ein Eis essen. Die Sonne scheint, ist tolles Wetter. Ja, wir gehen jetzt Eis essen. Ich glaube, sie wollten noch ein paar Schuhe anprobieren, die wir gestern gesehen hatten. Und ja, das ist jetzt so der Plan. Ich kann euch kurz mein Outfit zeigen, aber das ist jetzt hier gerade ein bisschen zu dunkel. Meine neue Sonnenbrille ist übrigens angekommen. Auf die werde ich jetzt ganz besonders doll aufpassen. Okay. Ich habe eine Jeans an, meine Lieblingsjeans. Dann habe ich so ein Oberteil, das ist von Naked. Das ist so ein T-Shirt und das habe ich mir reingesteckt, weil es ein bisschen länger ist. Und die Jacke ist von H&M, aber die ist schon alt. Meine Favorite Schuhe, eine schwarze Tasche und meine Sunnies. Scheiße, ich habe meine Kopfhörer vergessen. Kennt ihr das, wenn ihr debaten müsst, nehmt ihr sie jetzt mit oder lauft ihr nochmal in eure Wohnung und holt die oder braucht ihr keine. Aber ich bin gerade richtig in der Mut, Musik zu hören, gute Musik zu hören. Deswegen sprinte ich jetzt nochmal hoch. Lieben wir. Himbeer und Schoko-Orange. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Und ich glaube, ich werde mich jetzt nur noch eben schnell umziehen. Vielleicht noch ein bisschen drüber schminken. Und dann gehe ich auch schon wieder los in die Bar. Aber ich wollte euch kurz ein Lied zeigen. Und zwar, boah, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie vorgestern erst entdeckt gehabt. Ich finde es so cool irgendwie. Irgendwie so richtig girly-haft, finde ich. Aber auch so. Das macht mir richtig gute Laune. Sorry, ich bin voll aus Atem. Ich wollte euch das mal eben zeigen. Ich muss jetzt an einer coolen Stelle spulen. Ich finde das Lied so nice. Ich finde es richtig cool. Das heißt Embrace Body Language Remix. Body Language. Body Language Remix.
Von Gold Room. Gold Room. So heißt das Lied. Ich find's toll. Ich find's richtig cool. Das macht mir so gute Laune. Ja. Alright, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe jetzt meine Frisur gelassen, weil mein Haar war stark, verschiebt sich immer mehr. Ich verstehe jetzt einfach morgen. Ich habe das an. Ja, einfach All Black. Der Rock ist von Zara, das Oberteil ist von Naked. Das habe ich heute zum ersten Mal an. Und dann habe ich schwarzen Schmuck. Den habe ich, ich habe so eine, also generell kriege ich voll oft Fragen für meinen Schmuck. Die Kette ist von Ana Luisa, die ist von meiner Mama und die ist auch von Ana Luisa. Woher ich die habe, weiß ich leider nicht mehr, es tut mir leid. Und die anderen sind auch von Ana Luisa alle. Okay, jetzt nehme ich noch eine schwarze Tasche. Ich überlege gerade, es ist irgendwie doch wieder ein bisschen kälter geworden draußen eben. Ich habe jetzt auf meine Lippen den von Armani drauf gemacht. Das ist in der Lip Power in der Farbe 109. Und jetzt mache ich noch ein bisschen von meinem, das habe ich nämlich gestern zum ersten Mal gemacht, wo ist es hier? Von meinem Lipgloss, Dior. Von meinem Lipgloss drauf. Das ist eigentlich nicht die richtige Farbe, aber ich mache es ganz vorsichtig. Dass der sich nicht verfärbt. Und dann passiert halt schon ein bisschen, aber ich streiche das jetzt einfach hier ab. Dass das ein bisschen glowy aussieht. Ja, jetzt habe ich überall Haare. Das mache ich heute mit meinen Lippen. And I am ready to go. Almost. Guten Morgen. Wir haben mittlerweile Montag. Ich habe jetzt gestern gar nicht mehr mitgefilmt. Ich habe aber auch nicht wirklich viel gemacht. Gestern Abend kam noch eine Freundin zu mir. Wir haben einfach Jeremy Sex Topmodel nachgeguckt. Es fehlt uns immer noch eine Folge, die wir nachschauen müssen. Aber egal. Ich habe mich jetzt gerade ready gemacht und habe heute einen busy day. Ich habe viele Sachen, die ich noch erledigen muss, bevor es für mich morgen zurück nach Hause geht. Und ich treffe mich jetzt mit einer Freundin auf dem Chai Latte. Und dann erledige ich noch ein paar andere Dinge in der Stadt. Ich muss noch zur Post ein Paket wegbringen. So. Auf jeden Fall mein Outfit heute. Das ist die Jacke, die ich neu habe. Ich muss sagen, die ist schon echt ein bisschen groß, obwohl es XS ist. Aber ich meine, wie gesagt, die kommt halt aus der Herrenabteilung. Ich habe die jetzt hier so ein bisschen... Ja, das ist, was ich meine. Und dann habe ich einen Top drunter. Und die Hose ist von Weekday. Ja, das ist mein Outfit heute. I like it. So. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen und konnte meine paar Sachen erledigen. Ich filme jetzt, glaube ich, zuerst eine Kooperation ab. Die muss ich nämlich jetzt noch fertig machen. Und ich glaube, dann muss ich noch ein bisschen aufräumen und packen. So, ich melde mich mal wieder und ich habe mich komplett eingesaut. Wirklich, wenn ich eins nicht kann, dann ist es Essen. ich habe mich komplett eingesaut mit meinem Salatdressing. Ich habe einen Salat gemacht, den gegessen, ein bisschen YouTube geschaut und ich denke, dass ich jetzt ein paar Outfits raussuche und schaue, was ich anziehe, wenn ich nach Hause gehe. Also jetzt über Ostern und meinen Geburtstag und so. Und dann muss ich eigentlich auch in einer halben Stunde schon los zur Arbeit. Und das ist der Plan für jetzt. Ich wollte auch eigentlich noch staubsaugen. Ich glaube, ich suche mir jetzt erstmal ein paar Outfits raus, weil ich brauche dafür das Tageslicht. Boah, Leute, ich finde es so, so schwer. Ich finde es so, so schwer, Outfits jetzt schon zu planen für zu Hause. Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht. Es kommt auf den Tag an, es kommt auf das Wetter an. Jedes Mal, wenn ich jetzt nach Hause gefahren bin, hatte ich immer zu viel mit. Ich kann sowas nicht. Und das Wetter sieht auch noch nicht so gut aus. Ich kann sowas nicht. Und jetzt will ich staubsaugen. Ich will gerade alles gleichzeitig machen. Ich muss eigentlich in 20 Minuten los. Ich habe auf jeden Fall schon mal meine Tasche rausgeholt. Ein Outfit für meinen Geburtstag habe ich. Für Ostern habe ich auch schon. Also sind jetzt eigentlich nur noch die Sachen, die ich dann da jeden Tag so trage. So, ich bin jetzt gerade wieder gekommen von der Arbeit. Und habe mir gerade noch eine Bowl geholt, die ich jetzt essen werde, weil mein Kühlschrank absolut leer ist. Und ja, dann werde ich nur noch dieses Mess beseitigen. Meinen Koffer packen. Ich muss jetzt direkt meine Haarmaske rein, weil ich auf jeden Fall jetzt Haare waschen muss. Es wird Zeit. Ja, dann werde ich den Vlog an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war voll spontan, dass ich jetzt mitgefilmt habe, aber es war auf jeden Fall ein richtig cooles Wochenende. Und ja, ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Ostern, falls ihr Ostern feiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.
Thanks for watching.